Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Herr Gernot Fieber, Konsumentenschützer von der Arbeiterkammer Oberösterreich. Jetzt gibt es diese vermeintlichen Milka-Gewinnspiele, die aber reine Abzocke sind. Wie gefährlich sind denn die? Sie sind gefährlich. Egal, ob das jetzt Ostern, Weihnachten oder sonstige Festivitäten sind, die mit so einem Gewinnspiel kombiniert werden, weil immer die Gefahr besteht, dass hier Daten gestohlen werden. Man freut sich natürlich, was gewonnen zu haben, aber im Endeffekt sammeln diese unseriösen Anbieter dann einfach nur Daten von uns. Und wenn ich dann einen Link anklicke auf dieser Seite, kann es durchaus passieren, dass ich dann abgezogen werde, sprich meine Daten gestohlen werden, Passwörter vom Handy gestohlen werden und dementsprechend dann Schaden angerichtet wird. Was ist jetzt der wichtigste Tipp für alle, die so ein Gewinnspiel, sei es per Facebook oder auch per WhatsApp, zugeschickt bekommen? Auf keinen Fall sollte man irgendwelche Links anklicken. In dem konkreten Beispiel jetzt, wo es diese Osteraktion gibt, da wird man dann auf eine russische Seite weitergeleitet. Da läuten die Alarmglocken bei jedem Konsumentenschützer und das auf jeden Fall sofort löschen, nichts mehr eingeben, nichts mehr anklicken und versuchen, so rasch wie möglich dann einen Sicherheitscheck zu machen, wenn es am Computer passiert und beim Handy einfach einmal schauen, dass dann die Passwörter gesichert werden. Ja. Das Dreiste bei diesem speziellen Gewinnspiel ist ja auch unter anderem, dass die von einem Absender verschickt werden, das heißt vielleicht von mir oder von einem Bekannten, ohne dass der weiß, dass er das weitergeschickt hat, oder? Das ist durchaus richtig. Also wir haben auch schon Anfragen bekommen, wo Leute diese E-Mail zufälligerweise aufgerufen haben oder dieses Gewinnspiel auf den sozialen Kanälen und dann automatisch das weitergeschickt wurde an verschiedene Adressdaten in ihren Handy drinnen. Also die Gefahr besteht. Und man generell kann man dazu sagen, Hände weg von diesen Gewinnspielen. Es hat heutzutage kaum mehr was zu verschenken. Zurückhaltend sein und eher sagen, okay, ich kaufe mir den Osterhasen im Geschäft, als dass ich da was gewinne. Wie viele Oberösterreicher sind auf diese dreiste Abzockmasche, auf dieses Gewinnspiel schon hereingefallen? Was ist da Ihre Erfahrung seitens der Konsumentenschützer? Heute haben wir schon mehrere Anfragen gehabt zu dieser Schokoladengeschichte, wo angeblich was gewonnen wird. Es kommt aber immer wieder vor, dass Leute uns kontaktieren und sagen, ich bin da wo reingefallen beziehungsweise habe dann mitgespielt und dann wird mir was abgebucht oder es kommen Daten von mir irgendwo sonst im Internet zu Vorschein. Also das passiert immer wieder. Jetzt ist es halt sehr prominent mit Ostern und dem Schokohasen. Live Radio. Top-Thema, der Podcast.